eben eingreift, wie es noch nie passierte seit dem Zweiten Weltkrieg, einer Situation, in der eigentlich erst recht eine liberale Demokratie aushandeln müsste, mit welchen Mitteln darauf reagiert wird, und eine Situation, die für sehr viele Menschen sehr großes Leid mit sich gebracht hat. Wir haben am 28. März den ersten Spaziergang für das Grundgesetz und für eine basisdemokratische Aushandlung auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gemacht. Seitdem konnten wir in Berlin noch nicht offen sprechen, und an diesem Wochenende ist es zum allerersten Mal, dass wir hier zu Wort kommen können. Das ist eine, ich möchte hier ganz klar die rot-rot-grüne Landesregierung angreifen, die ihre Versprechen, dass sie sich wirklich für eine Verbesserung unser aller Leben einsetzen möchte, dass sie das Versprechen gebrochen hat, in einer Art und Weise, die einfach verfassungswidrig ist. Namentlich sind das Herr Müller und vor allem Klaus Lederer. Dankeschön. Also, das ist einfach keine linke Politik. So. Wir haben, seitdem wir das gemacht haben, würden wir, also ich bin der Meinung, dass wir jetzt für die Analyse der Gefährlichkeit des Viruses eigentlich vornehmlich abgeschlossen ist, dass wir uns ganz klar darauf konzentrieren müssen, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten einen extremen Umschwung und eine extreme Änderung in unserem Wirtschaftssystem haben werden. Und das wird sehr stark in unser aller Leben eingreifen. Und es ist nicht ausgemacht, auch wenn manche Linke jetzt davon träumen, dass es jetzt, dass jetzt fairere, grünere, liberalere Gesetzgebungen da kommen werden. Das ist einfach noch nie passiert, dass das von herrschenden Seite einmal gemacht wurde. Und da müssen wir jetzt klar hinter sein, dass es nicht noch schlimmer wird als die neoliberale Poche, die jetzt vor unser aller Augen zusammengesagt ist. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr reden. Ich freue mich auf die Beiträge, die jetzt kommen werden. Und einen schönen Tag hier im Sommer.